Diese Krise ist ähnlich wie die Krise des jüdischen
Bei aller Äußerung Glanz, trotz vieler Versuche, Autorität zu demonstrieren, erlebe ich die Kirche gegenwärtig als ziemlich ohnmächtig. Das Haus voll Glorie scheint ausgespielt zu haben. Und dennoch, wir Christinnen und Christen setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Und es hat mit der Sehnsucht nach einem starken Mann zu tun. Aber nicht in dem Sinne, dass dieser starke Mann alle Gegner überrollt und niedertrampelt wie die starken Männer der Geschichte. Jesus ist der starke Mann, der für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Für die Wahrheit, dass Gott Liebe ist. Für die Wahrheit, dass Gott barmherzig ist. Für die Wahrheit von Vergebung. Für die Wahrheit, dass jeder Mensch Gottes geliebtes Kind ist. Das hat Jesus schließlich das Leben gekostet. Sein Königtum und seine Herrschaft haben ihren Grund in Zusammenhängen, die nur das gläubige Auge wahrnehmen kann. Sie wurde ihm vom Urheber und Schöpfer des Lebens von Gott dem Vater selbst verliehen. Mir tut diese Sichtweise gerade in solchen Krisenzeiten ganz gut. Der Blick auf Jesus, den König, lässt mich in allen Krisen, der weltlichen wie den kirchlichen, immer den größeren Zusammenhang sehen. So kann ich die Krise tatsächlich ernst nehmen und brauche trotzdem nicht in Panik zu verfallen. Als Bürger des Königreiches Christi, des gekreuzigten und auferstandenen, weiß ich mich trotzdem immer gut aufgehoben. Das Vertrauen auf Christus hat mich durch persönliche Lebens- und Glaubenskrisen geführt. Der Blick auf diesen starken Mann, dessen Macht sich im Kreuz offenbart, stärkt mich, dass ich der Versuchung meiner Hoffnung auf starke Männer in Rom, in Washington, Beijing, Brüssel oder sonst wo ganz gut widerstehen kann. Und von diesem Christus bekomme ich auch die Kraft, meine eigene Stärke einzusetzen und meinen Beitrag zum Wachsen des Reiches Gottes zu leisten. Und das trotz aller Widrigkeiten. Amen.